Hallo meine lieben Zuschauer von Barbecue aus Rheinhessen. Vor nicht allzu langer Zeit hatte der Kanal die 25.000 Abonnenten erreicht. Inzwischen sind es schon 29.000, der absolute Wahnsinn. Und zu den 25.000 hatte ich ein Gewinnspiel gestartet und hatte euch gebeten, schickt mir euer Lieblingsrezept vom Grill per E-Mail zu. Und das habt ihr getan. Das hier ist bei rausgekommen. Das sind 209 Rezepte, die ihr mir geschickt habt. Der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Einer von euch arbeitet offensichtlich auch bei einer Firma, die Papier herstellt und hatte mir schon angeboten, sollten wir 10.000 Rezepte erreichen, würde er mir dementsprechend das Papier zur Verfügung stellen. Ich denke, das reicht für den Anfang schon ganz gut aus. Ich hatte das auch mit einer kleineren Lostrommel geplant, aber bei der Menge, und ich musste ja jetzt noch falten, damit es auch wirklich lose werden, bräuchte ich dann doch eine etwas große Lostrommel. Und ich bereite das Papier jetzt vor und dann sehen wir uns an meiner Lostrommel wieder. Ja, und da steht sie, meine Lostrommel. Ja, ich denke, das war relativ offensichtlich, dass das nur die Kugel sein kann. Und da drin befinden sich eure 209 Zuschriften oder Rezepte. Und ich mische die jetzt nochmal kurz durch. Und dann können wir den ersten Gewinner ziehen. Schreibt mal rein. Wir schauen mal. Sewi, also W-Doppel-I, hat das Set gewonnen mit der Habitation Saint-Étienne Martinique Rumfassplanke und Salt Pineapple and Pepper Strawberries sind sein Rezept. Das klingt sehr interessant, schaue ich mir an. Du kommst also jetzt zum einen dieses Set und zum anderen wanderst du in die Lostrommel für die Vitong. Dann geht's weiter mit dem zweiten Set. Das ist die Highland Park 1989er Whisky-Fassplanke und die bekommt Jan Wendisch. Ultimate Beer Can Bacon Jam Pulled Pork Burger Ball. Ja, gerne. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst wie gesagt das Set mit der Whisky-Planke und auch du kommst in die Verlosung für die Vitong. Und jetzt kommen wir zur Chateau Marquis de Termes 2009er Bordeaux-Fassplanke. Und die bekommt... Das ist ja der Knaller. Karl-Heinz Walch, ja, du kannst dir deine Klamotten selber abholen. Der nimmt nämlich bei meinem Kurs hier in Udenheim teil. Hervorragend. Ja, Karl-Heinz Walch, jetzt müssen wir mal schauen, was hat er geschrieben. Überbackene Kartoffeln, das ist die Beilage. Ach nee, ein 4 Kilo Beiriet. Klingt interessant, reden wir auf jeden Fall beim Kurs mal kurz drüber. Und freue ich mich drauf. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch schon mal. Du bekommst, wie gesagt, die Rotweinfassplanke und eben auch die ganzen anderen Dinge. Hier habe ich jetzt nochmal die ganzen Gewinne aufgebaut. Wie gesagt, jeder bekommt eine Planke und zu dem Set gehören dann jeweils noch meine Royal Flush Rub, die Bacon Goodness Rub, die Dirty Harry Barbecue Soße und dann von Don Marco. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Don Marco für die zur Verfügung stellen der Preise. Die Cherry Bomb Rub, Sombrero Rub und Rub Texas Style, die Kräuterpellets und die Salzplanke und das zweite Set Highland Park 1989 und mit den gleichen Beigaben wie Royal Flush, Bacon Goodness, Dirty Harry Soße und dem ganzen Set von Don Marco und die Chateau Marquis de Termes 2009 ebenfalls mit Royal Flush, Bacon Goodness, Dirty Harry und den ganzen Sachen von Don Marco. Aber ich hatte ja gesagt, das ist noch nicht alles, es geht noch um die Vitong. Wie gesagt, ihr dürft wählen oder der Gewinner darf wählen, ob er die gerne in der kurzen oder in der langen Variante haben möchte. Egal welche er nimmt, sie wird auf jeden Fall das Udenheim Barbecue-Logo haben. Ist also ein absolutes Unikat. Und ja, hier liegen die drei Gewinner. Hier ist mein Losbeutel sozusagen. Ich werde jetzt jede von den Dingern nochmal falten, damit sie ein bisschen kompakter sind. Und dann kommen sie hier rein. Dann mache ich den Beutel zu. Schüttel ordentlich rum.
Und dann greife ich rein und ziehe einen Gewinner. Und wir schauen mal. Jan Wendisch. Jan Wendisch mit der Ultimate Beer Can Bacon Jam Pulled Pork Burger Ball. Du bekommst on top diese, beziehungsweise eine Vitong, entweder in kurz oder in lang. Das kannst du mir dann gerne in die E-Mail reinschreiben. An alle drei Gewinner herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, schickt mir bitte eine E-Mail mit euren Daten an meine E-Mail-Adresse. Die habt ihr ja ohnehin, sonst hättet ihr nicht am Gewinnspiel teilgenommen. Das war sie also, die Ziehung zu meinem 25.000 Abonnenten Rezeptwettbewerb. Und hier habe ich nochmal die drei Gewinner. Ich habe jetzt gesehen, Sewi heißt Sebastian Witt. Also Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir, wie gesagt, Karl-Heinz Walch und den Jan Wendisch. Jan, wie gesagt, du hast abgeräumt. Du kriegst also nicht nur das Set, sondern bekommst eben on top die Vitong. Ja, allen anderen, vielen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen und seid euch sicher, ich habe mir die Rezepte angeschaut und ihr werdet das eine oder andere Rezept wiederfinden. Die Rezepte der drei Gewinner, auch wie versprochen, werden verfilmt werden. Nicht heute, nicht morgen, aber sie wandern auf jeden Fall auf meine To-Do-Liste. Einige von den Rezepten, die jetzt noch in der Trommel drin sind, werden das ebenfalls, denen wird das ebenfalls passieren, weil sie wirklich klasse sind. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ja, was soll ich sagen? Das Rezept oder beziehungsweise das Gewinnspiel habe ich vor einem guten Monat, hatte ich das online gestellt bei YouTube. Inzwischen sind wir bei über 29.000 Abonnenten. Das ist der Wahnsinn. Also ich bin wirklich unfassbar glücklich, wie das momentan sich entwickelt und der Kanal wächst. Und ja, vielen, vielen Dank für euer Interesse. Kann ich immer wieder nur sagen, es begeistert mich, dass ihr euch fürs Grillen begeistert. Und ja, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß mit meinen Videos. Und ja, auch wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ich um einen Daumen nach oben und einen Kommentar, den hebt ihr euch für das nächste Video auf. Ansonsten war es das für dieses Mal. Bis Donnerstag. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.